Nochmal ein kleiner Cut. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Let's Play Borderlands, Part 24 von mir auf 94. Im letzten Part haben wir Sledge in seinem Safehouse besucht und wir sind echt nicht nett mit ihm umgegangen, also mir geht's dabei echt nicht gut. Aber hey, was muss, das muss. Always look on the bright side of life, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, was daran so bright ist, wenn man einfach so mit knapp 200 Kugeln, einem Vogel und 3 Granaten erschossen wird, aber na, nicht mein Problem, ne? Jedenfalls, jetzt machen wir uns auf den Weg zum schwarzen Brett in Firestone, um die Quest abzugeben. Perfekt eingeparkt. So. Warum links gerade ein rotes Viereck, oder war das nur ich? Ne, wir müssen gar nicht zum schwarzen Brett sein, zu sad. Und jetzt gibt's mal wieder was zum Vorlesen. Seit, keine Ahnung. Du hast 9 Toes und Sledge erledigt. Du wirst langsam richtig berühmt. Alter. Ich hab Piers schon bekniet. Sie soll dir eine Einreisegenehmigung nach Darl Headland erteilen. Du solltest jetzt nach New Haven reisen können. Ah, New Haven, dann zeige ich euch was Lustiges. So, aber, ich finde das immer noch schade, dass man die Hand dabei nicht sieht. So. Ich mache nicht gern Komplimente, aber das war gut. Ich glaube es nicht. Du hast Sledge wirklich erledigt? Ich werde Helena in Kenntnis setzen. Wenn sie deine Geschichte hört, gibt sie dir sicher eine Erlaubnis, Darl Headlands zu betreten. Ah, und ein Mod. Halt die Fresse. Piers ist einverstanden, deine Freigabelevel zu erhöhen. Sie möchte, dass du nach New Haven reist und sie dort triffst. Das war mein Handgelenk. Begib dich also zum Tor von Darl Headland und... Das war schon wieder mein Handgelenk. Und sprich mit dem Claptrap dort. Er wird dir Einlass gewähren. Nachdem du das Tor passiert hast, musst du dich nach Ernest Whiting auf der anderen Seite wenden. Er kennt die Headlands wie kein anderer und kann dich über seine Eigenheiten eben informieren. Was geht denn? So. Du hast einen Classmod erhalten. Classmods sind spezielle Gegenstände, die eine große Brandweite von Charakterstatistiken positiv beeinflussen können. Das weiß ich. Psch. Das weiß ich! Das will ich erklären! So, 2 Team Gesundheitsregeneration und ein flinke Hände-Skill. Jetzt gucke ich mal bei flinke Hände. Da. Jetzt muss ich natürlich gucken, ob das einen Unterschied macht. Wie teste ich das jetzt am besten? Boah, das ist mir zu aufwendig. Ich könnte jetzt natürlich die Frame-Anzahl gucken, wenn ich den Skill auf 5 habe. Und ob das dann wirklich noch dazu zählt oder ob das dann bei 4 plus 1 endet. Ich denke eh nicht, dass ich Kommentare dazu bekommen werde, deswegen werde ich das kurz machen. Bis gleich. Oder? Ja. Okay, das hat jetzt ein bisschen gedauert, weil ich, ja, weil mich das auch ein bisschen durcheinander gebracht hat. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, nein, bei 5 hört es auf. Aber 40%, wie klein war denn der Unterschied danach? Komisch. Naja, weil beim letzten habe ich echt nur einen minimalen Unterschied gesehen. Beim letzten Punkt. So, jetzt zeige ich euch kurz, wie ich das gemacht habe. Einfach kurz hier einen Reskill gemacht. Kostet 3000. Ist ja nicht so teuer. Ja, Bloodwing-Schaden so oder so hoch. So, plus 8. 16, 24. Ist ganz normal, WTF. Achter halt. So, Wahrscheinlichkeit der Verwirrung? Nee. Zusätzlicher Gegenstand will ich auch nicht. So, und jetzt können wir bald schon noch ein Level, dann können wir da drauf skillen. Und noch 2 Level, dann können wir das auch benutzen. Ja, Sledge Shotgun müsste ich mal verkaufen. Die ist ja echt kacke. Und den Rest...
Ja, ich weiß nicht, welcher Classmod ist jetzt besser, also... Regeneriere ich mich jetzt damit, oder was? Ich kapiere es nicht. Ansonsten Zielgenauigkeit ist natürlich geil und Crit-Treffer ist natürlich auch geil. Wenn ich so Raubtier und Fokus-Skill bekomme. Was ist Raubtier und was ist Fokus? Ja, Bloodwing-Abklingzeit ist natürlich sehr geil. Und Fokus ist... Ja, Genauigkeit für Sniper-Riffle, aber... Ja, Raubtier finde ich natürlich saugut. Dann werde ich wohl das nehmen. Aber jetzt haben wir eh nur einen, deswegen würde ich sagen... Ja, weiter geht's. Jetzt machen wir erstmal Munition, bevor ich das überhaupt vergesse. Munition und Speicherdecks. Oh, und hier. Ach du Scheiße. Finde Bruce McClain. Kann mir jemand helfen? Bruce McClain lebt in einer Hütte bei C4 Substation. Aber ich habe seit Wochen nichts von ihm gehört. Das letzte, was der letzte, der mit ihm geredet hat, erzählte was von einem Plan, sich Credits von Banditen zu leihen. Schlau. Wir nehmen an, dass ihn die Banditen zur Abrechnung gebeten haben. Endgültig. Salz in die Wunde. Die Banditen haben meine Ausgrabungsstätte in den Arid Badlands übernommen. Die Mitglieder meines Teams haben versucht, sich zu wehren, aber sie versagten. Jetzt haben die Banditen ihre Schädel wie Trophäen aufgehängt. Dies ist für eine Ausgrabungsstätte sowohl unhygienisch als auch unangebracht. Derjenige, der nach Titan's End geht und ihre Schädel von den Pfählen entfernt, erhält ein Honorar. Der Saboteur, habe ich Let's Played. Ich habe eine Aufgabe für dich. Die Banditen haben die Headstone Mine im Westen eingenommen. Ich nenne es jetzt einfach Headstone Mine, ansonsten ist das ja doof. Sie verkaufen Iridium auf dem Schwarzmarkt. Keine Ahnung, wie sie das Zeug vom Planeten schaffen, aber du musst sie erledigen. Neulich habe ich versucht, die Notventile der Hauptleitung in die Luft zu jagen, aber sie haben mich erwischt, bevor ich die Sache zu Ende bringen konnte. Ich brauche jemanden, der dorthin geht, die Zünder verbindet und das erledigt. Interesse? Natürlich. Geld. Geld, Geld, Geld. Ja, das wird wieder ein Durchgerusher. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, jetzt wisst ihr schon mal, was Mods machen. Hat er ja gerade schön gesagt, ne? Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, wo was ist. Was haben wir denn so? Bruce McClain, das ist auf dem Weg. Und Schädel, das ist nicht so auf dem Weg. Ist auf einem anderen Weg. So, deswegen suchen wir jetzt erstmal Bruce McClain. Und dann geht's aber zurück zur Headstone-Mine. Ne? So. Ja. So fahren richtige Männer. Nein, richtige Männer nehmen eine Rampe. Und haben genug Nitro, um drüber zu kommen. Haha. So, und unten steht jetzt Level 19 Überlebenskünstler. Das Überlebenskünstler kommt von dem Mod, den ich ausgerüstet habe, denn der heißt... Sieht man gerade nicht, aber er heißt Überlebenskünstler. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. So, und da war schon der knallharte. Übrigens war es ein bisschen schwer, das Nachladen zu filmen. Acht Schaden, toll. Weil, hier Überlebenskünstler. Weil das Nachladen hiermit leicht verbuggt ist manchmal. So sieht es übrigens aus, wenn er richtig nachlädt. Und da ist auch schon Bruce McClain. Hier. Bruce's Tagebuch. Was ist... dafür ist Bruce McClain gestorben. Bruce ist tot, wie seine Verlobte es befürchtet hat. Du hast ein handgeschriebenes Tagebuch auf seiner Leiche gefunden. Vielleicht bringst du es damit... vielleicht bringst du ja damit etwas Licht ins Dunkel. So. Produktrückruf. In den Aufzeichnungen erwähnte Bruce einen Beitrag, mit dem er aus...
aus einheimischen Pflanzenblättern Zigarren rollte und diese dann, ach du Scheiße, an die Banditen verkaufte, von denen er den handelsüblichen Weltmarktpreis verlangte. Mit dem verdienten Geld wollte er zusammen mit seiner Verlobten Pandora verlassen. Aber anscheinend starb sein erster Kunde augenblicklich an inneren Blutungen. Als Wiedergutmachung zwangen die Banditen Bruce, sein eigenes Produkt zu rauchen. Du solltest die Zigaretten lieber finden, bevor irgendwelche Kids darüber stolpern und sie heimlich rauchen. Das Tagebuch erwähnte auch, dass Bruce-Kunden hauptsächlich Banditen aus der Nähe von Titans End waren. Nein, was ein Zufall! Banditen! Wer hätte damit gerechnet? So, ich könnte jetzt schon mal wetten, dass rechts des Comma-Driffle-Dings nicht besser ist als mein jetziges. Aber die SMG sah ganz gut aus. Das, ja. Ist überall besser. Der Waffenzoom ist mal nicht 4, was ich auch besser finde. Ist aber doof, dass das gar kein Dingens drauf hat. Gar kein Scope. Aber, gefällt mir auf jeden Fall mehr. Jetzt gucken wir mal hier. Nö. Boah, 6 Schuss, ne? Wer packt... Wer verkauft sowas? Oder wer kauft sowas generell? So, siehst du, das hier ist ein günstiger Rocket Launcher. Macht halt nur keinen Schaden. Achso, das war Rückkauf. So. Irgendeinen Shit zum Verkaufen. Ja. So. Und weiter geht's. Die Zigarrenkisten sind jetzt genau wo? Auch da, gut. Das ist mal wieder auf dem anderen Weg. Deswegen würde ich sagen, spielen wir mal der Saboteur wieder. Kleines Kackvieh. Und ja, wie gesagt, das hier wird durchgerusht. Und damit würde ich auch sagen, beenden wir den Part. Also jetzt nicht direkt hier, sondern mit dem Durchgerusher. Wer das nicht sehen möchte, kann jetzt abschalten. Wie schon im letzten, oder im, nein, nicht im letzten, in der letzten Session habe ich das ja mal gesagt, als wir in der Lost Cove waren. Dass das wohl eh keiner machen wird, weil ihr, ja, ihr guckt Let's Plays. Das heißt, ihr wisst nicht, wohin mit eurer Zeit. Ihr habt Langeweile. Höchstwahrscheinlich. So, und zum Glück haben wir hier schon das Türchen aufgemacht. Weshalb wir jetzt hier einfach durchlaufen können. Und drüber springen und weiterlaufen. Nee, hört sich an wie so ein Rack. Sind einfach nur mutierte Racks, die rumlaufen. So, das ist Nummer 1. Wo ist denn der Rest? Da. Nummer 2. Nummer 3. Hallo. Tschüss. So. Meine Waffen sind weg. Schade. Gut, jetzt rennen wir hier hoch. Oh, shit. Geh weg von mir, Kleiner. Naja. Und ja, ich weiß ja echt nicht, was daran nicht schaffbar war für den anderen Typen. Warum explodiert das jetzt da oben? Und da ist jetzt auch Ende. Das heißt, übrigens da oben drin war Sledge. Soweit ich weiß. Das heißt, wir können jetzt auch nicht mehr zu Sledge. Der ist jetzt endgültig weg. Der kann auch nicht mehr respawnen. Das war's. Die Lehnen haben ein neues Inventar. Was wir uns dann mal im nächsten Part reinziehen werden. Hallo. Ach, seid ihr doof. Naja. Kaum die Hälfte des Schildes verloren. Ist ja gut gelaufen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und ciao. Ich warte jetzt kurz auf den Ladescreen und so.